Hi, herzlich willkommen hier in dem Video. Ich möchte dir heute eine Methode zeigen, mit der du Asthma symptomfrei ausheilen kannst. Bevor ich mit dem Video starte, möchte ich dir sagen, dass ich alle Zeitabschnitte gegliedert habe und in die Beschreibung gepackt habe. Das heißt, wenn du jetzt direkt die Methode erfahren möchtest, dann kannst du direkt schauen, an welchem Zeitabschnitt das ist und das Video vorspulen, dass du direkt loslegen kannst. Denn ich werde jetzt noch kurz ein wenig ausholen, weil es einfach so verdammt geil ist, wenn man sich vorstellt, dass Asthma heute immer noch als nicht heilbar gilt. Das mag vielleicht stimmen, aber letztendlich nimmt es einem so ein bisschen die Hoffnung, dass man mit Asthma wieder richtig leben kann. Und das meistens, weil Asthma doch tatsächlich ziemlich einschränkend ist und den Betroffenen dann ziemlich Schiss davor haben, dass sie überhaupt nicht mehr richtig leben können. Und diese Panik ist vollkommen unbegründet. Ich sage es jetzt hier. Ich arbeite zurzeit als Mentor und Coach. Wichtig aber, ich habe Neurodermitis und Asthma, seitdem ich geboren wurde. Das bedeutet, ich kenne das Ganze. Ich war früher selbst nicht in der Lage, richtig zu laufen. Mir hat die Luft gefehlt. Ich war nicht in der Lage, Sätze flüssig zu sprechen, weil mir die Luft gefehlt hat. Und manchmal kam ich auch keine Treppenstufen hoch, weil mir die Luft gefehlt hat. Und ich weiß, wie sich das Ganze anfühlt. Nun, nochmal kurz zurück. Asthma hat in Deutschland einen Stellenwert von 6 Millionen Patienten. 6 Millionen Erwachsene sind daran erkrankt. Das waren Daten von 2018. Nun, bei allen Daten, die ich jetzt hier nenne, es sind Überschlagswerte. Aber es sollte dir trotzdem eine gewisse Richtung vermitteln, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Nun, das Ganze geht weiter. Asthma ist die häufigste Kindererkrankung. 1,5 Millionen Kinder haben es. Und deshalb wird an Asthma natürlich auch eine Menge Geld verdient, weil es gibt Therapien und Medikamente, die seit Jahren die Lösung sind, die von Ärzten immer wieder verschrieben werden und mir auch persönlich natürlich damals den Arsch gerettet haben. Viel Cortison beispielsweise. Cortison ist allerdings schädlich, hat einige Nebenwirkungen. Klar, es wirkt entzündungshemmend, aber es greift auf die Funktion der Hormone im Körper zu. Das heißt, es stört die Hormonbildung, ähnlich wie bei der Pille bei Frauen. Und das wird kaum genannt. Ganz interessant ist, wenn man sich mal die Statistiken anschaut, was so ein Asthma-Medikament an Umsatz generiert, dann muss man tatsächlich zugeben, dass von den Quellen von 2008 veröffentlichten 6 umsatzstärksten Medikamente auf dem Markt lag das Asthma-Cortison-Medikament auf Platz 3. Ich sag's gerne nochmal. Asthma-Medikamente sind die dritthäufigsten Medikamente überhaupt, mit denen Geld verdient wird. Überhaupt. Ja? Dabei ist es doch tatsächlich so, dass sogar ein gesunder Arzt, also ein guter Arzt, sage ich mal, kann schon die richtigen Tipps geben. Kann schon sagen, hey, wenn du Grundlagenausdauersport machst, dann wirst du auch in der Lage sein, vernünftig mit Asthma leben zu können. Das kenne ich auch selber. Ich habe die ganze Zeit Grundlagenausdauer trainiert, weil ich damals sportlich sehr aktiv war. Und das hat mir eine Menge gebracht. Aber auch ich habe gemerkt, wenn man sich weiterentwickelt, so wie ich jetzt in meinem Job oder wenn man halt einfach gewisse Herausforderungen im Leben eingeht, dann entwickelt man sich weiter, man heilt gewisse Unsicherheiten aus und damit auch die Grundlage der Asthmaanfälle. Das heißt, das Asthma-Risiko wird sinken. Das sagt einem keiner. Ne? Und das sind Sachen, die Mut machen. Jetzt aber hier diese Methode, von der ich ja eben so gesprochen habe, es ist tatsächlich lächerlich. Die Methode kostet dich 6 Minuten pro Tag und ist wirklich in der Lage, deine Asthma-Beschwerden komplett wegzupfeifen. Ja? Und zwar ist das Ganze Pranayama. Pranayama ist die Meisterschaft über den Atem. Das heißt, es wird im Yoga verwendet, um die Meisterschaft über deine Lebensenergie und den Atem zu erwerben, dir anzueignen. Aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Du kannst gerne in die Yogaschule gehen, du kannst gerne bei Yoga Vidya vorbeischauen, so habe ich es vorher gemacht. Dort gibt es detaillierte Anleitungen für den Prozess des Pranayama, also der Atmung, die Atmung zu stärken.
aber so weit musst du gar nicht gehen. Ich möchte dir hier in einem Video die einfachste Pranayama-Methode überhaupt sagen. Das ist die einfachste. Und sie funktioniert und hilft dir. Ich spreche aus meinem Herzen, glaub mir das. Also, was du tust ist, du atmest in eins der Nasenlöcher ein, hältst die Luft ein wenig an und atmest dann wieder aus. Das ist alles. Und dann auf der anderen Seite. Ne? Rein und raus, immer so. Und das Wichtige dabei ist, du hast einen Fixpunkt. Der Fixpunkt ist die Zirbeldrüse, die hier zwischen deinen, auf der Stirn sitzt, zwischen deinen Augenbrauen. Und dieses Organ wurde wie bei den Ägyptern schon als heilig verehrt. Es ist in allen Kulturen immer präsent und es ist das Organ, was dir hilft, Krankheiten auszuheilen. Ich möchte gar nicht so tief darauf eingehen, weil ich sehr begeistert davon bin. Das Einzige, was du brauchst für das Pranayama, ist, den Fokus auf diesem Organ zu halten. Ganz einfach. Was tust du, um das einfacher zu machen? Du legst deinen Finger an, berührst hier oben dein drittes Auge und dort merkst du dann halt die Kühle, halt durch die Feuchtigkeit von deinem Speichel, merkst du, ne, kannst dich besser darauf konzentrieren und jetzt kannst du dort oben dich halt deine Wahrnehmung hinleiten. So, und alles, was du tust, ist, du atmest jetzt in das linke Nasenloch ein, hältst den Atem an und atmest ins rechte wieder aus und dann andersrum ins rechte wieder ein, Luft anhalten und dann wieder aus. Ja, wir nehmen jetzt diesen Zyklus 4 Sekunden. 4 Sekunden ist am einfachsten und super einfach zu erklären. Ich mach's kurz vor. Ja, also 4 Sekunden einatmen. 4 Sekunden wieder einatmen durchs rechte Nasenloch. Und aus. Und das Ganze machst du 8 bis 10 Mal. Ne? Wichtig ist, wenn du es eine Weile machst, kannst du diesen Intervall erhöhen. Das heißt, du startest jetzt bei 4 Sekunden, dann gehst du hoch auf 6, dann gehst du auf 8, auf 10, 12, 16, 14, 16 und so weiter. Nun, ich kriege es hin, das auf 10 zu machen. Das ist, denke ich mal, so Durchschnitt. Und allein damit kriegst du es hin, deinen Asthma so krass unter Kontrolle zu bekommen. Also du hast einfach nur auch so einen krassen Übertrag in dein Leben. Aber wie gesagt, ich bin total überzeugt davon. Deswegen probier es einfach selber aus. Wichtig dabei ist, dass du das Ganze täglich machst, ne, um diesen Effekt zu spüren. Gut, was kann ich dir am Ende noch mitgeben? Nochmal zurück. Denk mal drüber nach. Die Industrie ist 100 Milliarden US-Dollar schwer. Es gibt eine Praxis, die das 6 Minuten pro Tag möglich macht, dieses Asthma in den Griff zu bekommen. Die Welt ist simpel und einfach. Ja? Seit Anbeginn der Menschheit existieren Methoden und Wege, dein Leben auf die Art und Weise zu formen, wie du es möchtest. Mein Lebensweg wurde dadurch schon enorm geprägt. Darum geht es hier auch in dem Channel. Schau gerne mal auf anderen Videos hier vorbei. Lass dich inspirieren. Kannst auch gerne ein Beratungsgespräch vereinbaren über meine Website. Komplett kostenfrei, weil ich weiß, dass ich dir helfen kann. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Pranayama-Übungen und ich weiß, dass es dir helfen wird. Wenn du vielleicht jemanden kennst, der das ganze Video schauen sollte, dann teile das Video auch gern, weil es ist so wichtig. Es sollten so viele Menschen einfach wissen, statt diese Medikamente zu kaufen. Cortison, das ganze Geld. Ja, du weißt, ich wiederhole mich. Also viel Erfolg.